liebe Leute, herzlich willkommen zu Station Nummer 13. Herzlich willkommen zum Großpreis von Belgien. Das vorletzte Europarennen in dieser Saison steht an. Belgien, wir sehen das fast auf der Höhe der echten Formel 1. Die startet nämlich zwei Rennen weiter in Singapur, jetzt am Wochenende. Aber wir starten jetzt erstmal in Belgien. Wir sind eigentlich relativ bald irgendwann hoffentlich auf dem gleichen Niveau wie die echte Formel 1. Das heißt, wir können schon ein bisschen vorsimulieren. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt an diesem schönen Freitag zum freien Training hier aus Spa-Francorchamps, einer der heißesten und traditionsreichsten Strecken der Welt. Ja, Belgien, wie gesagt, nochmal. Wir gucken mal rein, was wir da so als Vorgaben erreichen. Wir sollen auf jeden Fall 16 oder besser werden, das schaffen wir doch wahrscheinlich schon. Wir haben unseren Vertrag nämlich verlängert. Die Fixung ist abgeschlossen, Heckantrieb, der Diffusor ist abgeschlossen und Wettervorhersage, trocken im Qualifying und im Rennen. Das ist auch eine gute Information für uns, für unsere Jungs. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen was holen. So, das kann. Was backt er denn? Also du möchtest das? Ja, das kann ich noch nicht machen. Kauft. Ja, bitte. Upgrade entwickelt. Was haben wir denn jetzt entwickelt? Moderalmodifikator, okay. Das habe ich wahrscheinlich um 1% reduziert. So, gucken, was wir jetzt gerade noch so ein bisschen entwickeln können. Mit unseren paar 400. Antrieb haben wir noch gar nichts gemacht. Ah, wir müssen. Könnt ihr später erstmal. Gut, gehen wir rein. Auf jeden Fall erstmal heute ins freie Training. Wir sind hier, wie gesagt, nochmal zu Gast in Belgien. Und. Und dann schauen wir. Gleich beginnt hier das Training auf dieser Strecke, die als eine der unberechenbarsten überhaupt im Zirkus gilt. Willkommen beim Circuit des Spa-Francorchamps auf der Ardennenachterbahn. Die Strecke in Spa ist eine der legendärsten Strecken im Rennkalender und die Eau Rouge eine der berühmtesten Kurven in der Formel-1-Geschichte. Nicht mehr so extrem gefährlich wie früher, aber immer noch eine echte Mutprobe. Erst geht es bergab, dann plötzlich wieder hinauf. Im Cockpit kann man den Kurvenausgang erst ganz oben sehen. Dann ist es wichtig, die richtige Linie zu finden. Da danach direkt eine lange Gerade folgt, kann man viel Zeit verlieren, wenn man diese Kurve nicht richtig erwischt. So, ja. Na, die ist nicht ohne die Strecke, definitiv nicht. So, wir gucken mal, was das Wetter überhaupt im Training ist. Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 komplett verregnet. Okay, dann fahren wir jetzt nämlich die Mediums. Dann lassen wir die harten aus. Dann lassen wir die harten komplett raus aus der Sache. Dann fahren wir nämlich das Medium Soft und dann die Full Wet im dritten freien Training. Gut, gehen wir an. Auf jeden Fall heute wieder ins Freitraining. Mir geht es auch gesundheitlich etwas besser als zum letzten Rennen. Ich bitte dich zu entschuldigen, aber jetzt wollen wir natürlich. Ja. Manchmal ist das einfach so, dass man noch ein bisschen kränklich ist. Ja, let's go. Erste Kurve auf jeden Fall. Die ist nämlich nie ohne. Die hat es auch schon sehr oft schwere Unfälle gegeben. Den letzten schweren gab es allerdings in der nächsten Kurve, wenn man das sieht, die berüchtigte Eau Rouge, nämlich hier
In der Formel 2, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Antoine Hubert leider ums Leben gekommen hier. In der Formel 2 zum großen Preis, vorher zum großen Formel 1 Preis von Belgien. So, dann wollen wir natürlich jetzt hier wieder ein bisschen was holen. So, mal gucken, was der Williams hier auf dieser Strecke kann. Nach dem Sieg in Ungarn sind wir plötzlich wieder, was die Fahrer-WM betrifft, aber auf Tuchfühl zu Sebastian Vettel. Es sind nämlich nur noch 18 Punkte. Was die Team-WM betrifft, werden wir wahrscheinlich nicht viel holen. Da brauchen wir ein anderes Team für. Mal gucken, wie es in der nächsten Saison aussieht, ob ich bei Williams bleibe oder ob ich das Team wechseln werde. Zwischendurch Bottas mit einer schnellen Rennrunde. Die knacken wir momentan aber mit einer knappen Sekunde Vorsprung. Und jetzt ist so die einzige Ecke, wo man ein bisschen entspannen kann. Und jetzt kommt die Bus-Stop. Keine ganz unwichtige Kurve. Belgien in der Sonntagsliga damals am Anfang der Saison mein erstes Podium geholt. Und wir haben gerade die Bestzeit 1:51.4. Mit einer der längsten, ich glaube, das ist sogar die längste Strecke zeitlich und kilometertechnisch. Im ganzen Rennkalender. Die Strecke hat, glaube ich, etwas über 7 Kilometer. Bestzeit Sektor 1, also grün, wunderbar. Ich liebe diese Strecke. Es ist ja auch eine der traditionsreichsten Strecken überhaupt. Und es wäre so schade, wenn diese Strecke aus dem Kurven fliegen würde. Also diese Strecke liegt ungefähr 120 Kilometer von meinem Wohnort weg. Ich habe es leider bisher noch nicht geschafft, dazu zu kommen. Das ist irgendwie mal mein Ziel, mal nach Belgien zu fahren, zum Formel 1 Grand Prix. Aber ich fällt mir gerade ein, ich kann auch feststellen. Da ich nicht mehr allzu lange hier wohnen werde, höchstwahrscheinlich nur ein paar Wochen, würde ich, ja gut, die Saison ist es klar, aber mal gucken, was in der nächsten Saison, ich werde ja wahrscheinlich Richtung Sachsen ziehen, ich wohne ja noch in Nordrhein-Westfalen, ich werde wahrscheinlich demnächst Richtung Leipzig ziehen. Der Formel 1 Grand Prix gibt es da halt keine in der Nähe. Klar, Sachsenring und so, ne, aber wäre nur möglich, oder Lausitzring. Das wären so die Strecken, wo man halt noch hinfahren könnte. So, das wird wahrscheinlich jetzt eine neue Bestzeit werden, weil wir sind auf dem Kurs. Nächste Bestzeit 1:50. Wieder ein kleiner Quersteher, aber es reicht für eine neue weitere Bestzeit. 1:50,6, liebe Leute. Ja, yeah, alles gut. Ich weiß, dass wir noch eine Runde fahren müssen. Einen Versuch setzen müssen. Ah, schöne Strecke, definitiv. So, anbremsen hier. Ist halt übrigens wieder Sektor 1. Es könnte jetzt sogar passieren, dass wir vielleicht sogar nur noch die 1,49er Zeit fahren auf Medium. Momentan sieht es auch sehr, sehr gut aus. Vielleicht schaffen wir sogar ein perfektes Wochenende. Also alles Sessions zu minieren. Das wird aber mit dem Regen nicht allzu einfach werden. Dieses Rennwochenende, also beziehungsweise morgen Abend kein Formel 1 Livestream übrigens. Ja, ja. Morgen Abend kein Livestream, liegt daran, dass ich auf dem Geburtstag von meinem Bruder bin, der wird 50. Dementsprechend werde ich morgen Abend nicht streamen. Am Sonntag natürlich, wie gehabt, klar.
Hat der 10. Platz in Monaco im letzten Rennen, wo man Kanada natürlich auch wieder ordentlich Punkte mitnehmen fürs Team. Die Plätze 8 und 10 für unser Renault-Team. Wobei das ja im letzten Grand Prix ziemlich chaotisch lief am Samstag auch. So, das wird eine neue Bestzeit werden und das ist die 1:50.2 und damit haben wir es auch geschafft, das erste freie Training. Ja, das ist Belgien. Liebe Leute, ich mag diese Strecke. Der gute Auftakt auf jeden Fall bisher. Ins Q1, vielleicht holen wir uns unseren 5. Saisonsieg schon. Das wäre doch schön. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, auf jeden Fall P1, das ist klar, viele auf den harten Reifen. Russell auf 17, also knackt zumindest eine, Kimi, Stroll und Alexander Albon, also gar nicht mal so schlecht. Ja, und wir sind auf jeden Fall vorne mit einer guten Sekunde vor Valtteri Bottas, der auf Soft auf 2 sitzt. Also, ich bin auf jeden Fall froh mit dem Auftakt, das ist schon mal gut gelaufen. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir sogar wieder ein komplett perfektes Wochenende zu fahren. Dafür müssen wir folgende Kriterien erfüllen: das Training 1, Training 2 und Training 3 gewinnen, die Quali gewinnen, das Rennen gewinnen und die schnellste Rennrunde. Mehr geht dann auch nicht. Aber gucken wir mal. So. Dann können wir jetzt im Training 2 weitermachen gleich, aber ich will noch schnell was anderes erledigen. So, weg mit der, das Getriebe soll auf jeden Fall mal, damit das funktioniert. So, wir gehen rein ins Training 2. So. Dann gehen wir jetzt auf die Soft. Da wollen wir nämlich auch nochmal eine Zeit setzen. Wie gesagt, im nächsten Training geht es in die mit den Fullwet um diesen Kurs. Das wird definitiv wird sonst einfach. Ich habe ja ein Trainingsetup, aber also nicht so gut. Lieber regnet es im Training als im Qualifying oder am Rennen. Also ich fahre immer mit Lenkrad. Also nicht das Logitech gehen 29. Kleine Werbung für mich. Ich verdiene noch kein Geld damit. Keine Sorge, das kann ich auch so machen. Ich muss kein Geld verdienen, um Werbung zu machen. So, ja, das habe ich mir damals geholt. Das Einsteigermodell und für wirklich für Einsteiger ist es ziemlich gut zu empfinden. Man kann ja immer noch dann irgendwann rumgehen. Genauso wie das T150, glaube ich, von ich weiß gar nicht, von welcher Marke das gerade, von welchem Hersteller das ist. Logitech ist es glaube ich nicht. Ist es, ich weiß gar nicht, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja, viele fahren ja auch dieses Fanatec, das ist meiner Meinung nach allzu teuer. Natürlich ist es geil, aber es ist viel zu teuer. Ich glaube, das kostet auch mittlerweile weit über 1000 Euro, das Lenkrad. Aber ja, da muss ich selber natürlich, muss das jeder für sich selber entscheiden, ob das,
ob er sich so ein teures Lenkrad holen will oder sich so zu viel Geld investieren will, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben natürlich auch in der Liga hier viele Fahrer, die mit wirklich mit Controller sauschnell unterwegs sind und sagen, wir brauchen gar kein Lenkrad. Naja, gut. So, wir haben gerade eine neue Bestzeit gesetzt von Alexander Albon. Aber diese Zeit werden wir locker knacken. Nämlich sind wir jetzt schon 3,3 Sekunden voraus. Oh, Hilfe. Auf Soft. Die Zeit packt mal 50 zu. So, einmal kurz hier Gas geben auf die. Rouge zu. Ja, das ist noch minimal vorne, aber die war auch noch nicht perfekt, die Runde. Bestzeit Sektor 1 war übrigens gerade. Ja, schon klar. Eine fahren wir danach, nämlich nur. 4 zu weit rausgekommen auf der Geraden. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen. Zeit gut machen, wir sind nämlich nicht weit über den Strich. Reicht nicht für die wirklich schnell zu rennen, sechste Runde, sondern. Ja, aber gucken wir mal. Ricciardo packt Vettel momentan. Komm, 49er Zeit ist drin. Ja. 49er Zeit für uns. Dann gehen wir jetzt rein in Zeitbeschleunigung. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten. Oh, ein Sauber auf zwei. Weber und Valtteri Bottas. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Da kommt einer, fährt jetzt wirklich noch die Hard. Weil jetzt wird sie mich nass.
So. Das geht hier. Ist das das zweite Freitraining gewesen? Wir gehen jetzt direkt rein ins dritte, liebe Leute. Dritte und letzte Freitraining. Ja, was sag ich? Ist das Hinterwetter oder ist das Vollwelt? Ja, es ist Vollwelt. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen werden wir auch das Regensetup jetzt gerade aufziehen. Und wir schauen mal, ob wir es auch schaffen, mit dem Regen hier was zu holen. Belgien ohne Regen. Selten. So. Gucken wir jetzt hier auch wieder ein gutes Ergebnis holen. Ein bisschen ist die Spur trocken, das ist das Gute. Fahre ich überhaupt, welches Hitter fahre ich überhaupt? Mittel, okay. Quatsch, welches Setup? Welche Einstellung? Okay. Mittlere Traktion, das ist das Wichtigste. Müssen ein bisschen um Gas gehen, den du hier hochziehst. Dass du nicht das Auto verlierst. Jetzt ist natürlich klar, nur nicht klar, welche Zeiten wir setzen können. Ich muss ein bisschen jetzt aufpassen. Hier komme ich immer ein bisschen zu weit raus. Mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren beim Regen als beim als beim Trocknen. Ist mir gerade mal ein bisschen weniger Gequatsche. Lukas Weber in 2 Minuten 8er Zeit. Mal gucken, ob wir die Zeit packen können. Ja, momentan sind wir auf einem guten Weg dahin. Gut ist, hier fährt keiner mal, rastet keiner aus, sondern hier fährt jeder die gleichen Reifenbedingungen. Fährt keiner soft und der andere medium oder so oder hart. Die Zeit haben wir geschafft. Erste Westzeit auf jeden Fall. Und dritter momentan George Russell. Wobei Weber und Russell jetzt nicht so unbedingt die die Richtlinien sind. Da setze ich momentan andere Fahrer vor. Westzeit der Sektor 1. Wieder auf Fett stellen. Vor seinem McLaren. Naja, Quatsch, ein Alpha. Entschuldigung. Ich hatte nur kurz mal was Oranges gesehen, aber das ist nicht richtig. Ich muss ein bisschen vorsichtiger fahren hier, damit wir nicht
which we should see a transition to light rain. Okay, wir verlieren richtig Zeit gerade, weil ich ein bisschen vorsichtiger fahre jetzt. Verstappen auf 2. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder in die Garage. Gucken wir mal, wie es wenn's. Und dann irgendwann wieder leichter wird. Momentan fühlen wir klar von einer halben Sekunde vom Max Verstappen. Warte mal, dann müssen wir warten, bis nämlich die Interzeiten kommen. Okay, with conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. So, eine Runde müssen wir noch setzen, damit weil die Strecke wohl schneller geworden ist. Sind auf einmal die Zeit noch schneller geworden. Jetzt haben sie nämlich nur auf 3. Wir haben natürlich nur diesen einen Versuch jetzt gerade. So. Gucken wir uns jetzt gleich die Zwischenzeit an. Wir wollen natürlich das Ding hier gewinnen. Das ist schon klar. Oder ist die erste Bestzeit? Glaube ich, keine Zwischenzeit mit dem Intermediate-Satz. Just 30 seconds left in the session. Naja, schon klar. Zweiter Sektor auch violett. Training beendet. Sebastian Vettel vorne. Aber das ist nicht. Das könnte sein. Das war natürlich nicht der Plan an der Sache. War ich ein bisschen auf die Curbs drauf gekommen oder auf den Rasen gekommen. Haben wir zurückgeschlagen. Training durch.
Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Vettel und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, wieder mal ein Williams vorne. Auch in Training 3 in Belgien steht der Williams vorne. Das war das freie Training. Die Wettervorhersage bleibt ja trocken. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019 und dann geht's ins Qualifying. Bis dahin und tschüss.